Und damit willkommen zurück zu Age of Empires 4. Die Mission Geh nach Norden haben wir abgeschlossen und auf zur nächsten Mission. Wilhelm der Eroberer hatte York den Rebellen entrissen. Jetzt wollte er ihnen eine Lektion erteilen. Er begann einen brutalen Vernichtungsfeldzug, um weiteren Widerstand zu ersticken. Bekannt als Harrying of the North. Dörfer und Felder wurden zerstört. Es heißt, 100.000 Menschen wurden getötet. Gnadenlos hatte Wilhelm den Gehorsam seines neuen Königreichs erzwungen. Das sollte nicht so bleiben. Seine eigenen Kinder würden es erneut ins Chaos stürzen. Als Wilhelm 1087 starb, folgte ihm sein Lieblingssohn auf den Thron. König Wilhelm II., bekannt als William Rufus. Doch 13 Jahre später kam es zur Katastrophe. Auf einem Jagdausflug wurde er getötet. Wilhelms jüngster Bruder nahm als König Heinrich I. seinen Platz ein. Doch es gab ein Problem. Heinrichs älterer Bruder Robert, Herzog der Normandie, war zu diesem Zeitpunkt auf dem Kreuzzug. Bei seiner Rückkehr raste er, weil Heinrich den Thron an sich gerissen hatte. Aus der Normandie heraus versuchte Robert, England zu erobern, um Heinrich die Krone zu entwinden. Doch er scheiterte und kehrte wieder nach Hause zurück. Dafür holte Heinrich zum Vergeltungsschlag aus. Im Gegensatz zu 1066 überquerte er den Ärmelkanal und fiel in die Normandie ein, um die Herrschaft seines Bruders in Frage zu stellen. Sein erstes Ziel war Bayeux. Diese wohlhabende Stadt war eines der Juwelen der Normandie. Heinrich begann seinen Feldzug, indem er seine Armee über die Stadt herfallen ließ. Bayeux würde bald den Zorn der Engländer zu spüren bekommen. Der Fall von Bayeux. König Heinrich I. fiel mit der gebündelten Macht seiner Armee über Bayeux her, um sich zu nehmen, was er als das Seinige betrachtete. Langbogenschützen können Pfähle einsetzen, um sich effektiv gegen Kavallerieansturm zu schützen. Ja, Langbogen haben echt viele Sachen. Wenn mein Kater mich hier gerade ein bisschen Aufmerksamkeit von mir will. Hör du, Schnur, Schnur. In dem Bruderstreit um die Normandie zog König Heinrich I. aus, um in Bayeux ein Exempel zu statuieren, da die Stadt immer noch seinem Bruder, Herzog Robert, treu war. Heinrichs Bogenschützen bezogen auf dem hohen Gelände vor der Stadt Stellung und wurden sofort von Roberts Kavalleriepatrouille angegriffen. Nachdem sie ihre Pfähle in den Boden gerammt hatten, waren Heinrichs Bogenschützen gut gegen Angriffe der Kavallerie geschützt. Sie besiegten die erste Patrouille. Oh. Gehen sie mit doppelt? Ja, gut. Und... Gegen die Kavallerie wird 2,5 Sekunden lang betäubt und erleidet 25 Schaden. Das darf man nicht außer Acht lassen. Und man kann davon dann auch weggehen. Oh ne, wenn man weggehen, dann despawnt das. Das sehe ich gerade. Egal. War super helfen. Alter. Weiß ich nicht so. Als Heinrich sich Bayeux zuwandte, schlossen sich seinem Heer weitere Verstärkungstruppen an. Ich sag mal, Strong 1. B, Rüstung.
Versteckte Nahkampfrüstung aller Einheiten in der Nähe um 5 Sekunden lang um einen großen Wert sowie weitere 10 Sekunden lang um einen kleineren Wert. Ah. Interessant. Aber was ist ein großer Wert und was ist ein kleiner Wert? Drei sind die Nahkampf? Drei gegen Nahkampf. Also nochmal 10. Oh, das sind 13. Und dann nur 3. Das ist schon echt viel. Jo, Erhebung erhöht die Sichtweite von ein. Das ist nice. So, Klecks. Tschüss. Danke, dass du da warst. Töte diese Patrouille. Die Engländer näherten sich bei Jö und sahen, dass Soldaten allein nicht reichen würden, um die hohen Steinmauern der Stadt einzureißen. Heinrich würde Belagerungsgerät brauchen, sowie einen verteidigungsfähigen Standort, um dieses zu errichten. Erobern Sie den Dorfwald. Okay. Steinmauern in diesem Spiel sind einfach. Ja, die sind echt. Ne, das ist schon echt krass. Age of Empires 2 kamen sie nicht so gut rüber. Aber hier kommen die ganzen Sachen echt gut rüber von der Skalierung. Ist echt cool. Zerstört dieses doofe Außenposten. Dankeschön. Die Frage ist, das überhaupt die Brücke oder nicht Brücke? Einfach auf dem Weg hin alles noch zerstören. Ist in Ordnung. Echt nicht viel Schaden an Gebäuden. Okay, die haben auch 50 Fall. Ja. Ne. Irgendwie logisch da. Ja. Pass mal ein bisschen auf. Und ihr mal bitte. Waffen. Meine 13 Rüstung ist. Ist echt geil. Ist echt krass. Unbedingt, dass sie nur 10 Schaden machen. Also ich mache also nur einen Schaden. Ne? Und tschüss, Gebäude. Ah, die Pfeile fliegen echt dämlich. Teilweise. Die fliegen so einen hohen Bogen und dann pupp, runter. Ah, nee, bitte nicht bekämpfen. So, wie kommt jetzt da hin? Über die Brücke, okay. Aber ihr könnt dann mal bitte die paar Bogenschützen da oben töten. Dankeschön. Wunderschön. Guck, man kann Steinmauern auch an sich nicht angreifen, ne? Ja, kann man nicht. Das ist krass. Hör mal auf. Da anzugreifen. So, hallo. Ich bin hier, um zu erobern. Und ein Kaugummi zu klauen, aber das Kaugummi klauen kann ich nicht machen, weil es noch kein Kaugummi gibt. Sehen Sie die Verteidiger am Dorf halt. Jupp. Tun wir jetzt. Einen Bogenschützen. Wäre schön, wenn es aber irgendwie so eine Möglichkeit gäbe in diesem Spiel, dass es so ein Overkill einfach zu unterbinden. Weil, wenn alle 65 Bogenschützen auf eine einzige Einheit schießen, ist das irgendwie. Bringt's nichts. Nun suchte Heinrich nach einem Schmied, um die Belagerungsbemühungen zu unterstützen. Das Spiel wird gespeichert, dankeschön. Bauen Sie eine Schmiede. Ja, machen wir doch direkt. Dann mehr Dorfbewohner, danke. Und mehr Mühlen. Also mehr Felder. Ja, vielleicht noch eine. Ja. Echt aufgebaut. Mit Hilfe eines Schmieds konnte Heinrichs Infanterie schon bald Belagerungsgerät bauen.
Na, guck mal, hier unten ist eine Goldquelle. Sehr schön. Belagerungstechnik. Ja, das kennen wir ja aus. Habe ich ja vorher schon gemacht. Gegen Holzpalisaden braucht man das bloß nicht. Holzpalisaden kann jeder zerstören, aber Steinwelle nur wirklich nur Belagerungseinheiten. Und ja, das kennt man eigentlich aus Stronghold 3. Stronghold 2 hat das. Ja, Stronghold 2 hat das auch, ne? Und dann Stronghold Crusader 2 gab es das dann wiederum nicht mehr. Und Warlords auch nicht. Oh, ich mag's. Ja, kann man nicht mehrere auswählen? Shift, Punkt. Ne, kann man nicht. Es gab ein AOE 2 zum Beispiel. Definitive Edition. Wenn du Shift und Punkt gedrückt hast, hast du alle Untätigen ausgewählt. Das hätte ich hier dem auch gerne gehabt. Sammelrate holen. Schubkarre. Und dann schneller Gold. Heinrichs Infanterie war nun in der Lage, Hammböcke zu bauen. Belagerungswaffen, die Festungsmauern durchbrechen können. Ja, zwei Stück kann ich bauen. Diese Bauanimation ist einfach... ist cool. Gefällt mir. Immer noch. Aber ich weiß nicht, wie so ein Holzstamm dann so eine 6 Meter dicke Mauer durchbrechen kann. Wenn selbst Trieböcke da extreme Schwierigkeiten hatten. Ne? Gruppieren Sie nur Ihre Langbogenschützen. Steuerung 1. Steuerung 2. Jo. Gern geschehen. 3 Rammbrücke muss ich. Okay. Fehlt noch etwas Holz. Aber ich will erstmal mein Gold verbessern. Dankeschön. Wäre sehr freundlich. Weil ich weiß ja nicht, wie lange die Mission noch gehen wird, ne? Kann sein, dass wir nur das hier machen und dann war es das, aber es kann auch sein, dass wir. Ja, sehr viel mehr machen. Sehr viel mehr machen müssen. Ich kann es nicht genau beantworten. Die Zahl geht nicht runter. Die müsste eigentlich runtergehen. Ich glaube, das ist noch ein Bug. Ist erstaunlich. Da kommen noch 5 Holz. Dankeschön. Und ihr noch einen dritten. Wie lange brauche ich überhaupt? 1 Minute 20 mit einem wahrscheinlich dann, ne? Irgendwann ist es immer auf eine Heinrichs Person Präsenz zu. Unmittelbar vor Bayeux würde nicht unbeantwortet bleiben. Jetzt bereiteten seine Streitkräfte sich auf einen Angriff durch Roberts Armee vor. Spielspeicher. Mit ihren Rammböcken konnte die englische Armee Bayeux mächtige Mauern durchbrechen. Nur falls sie sich angreifen wollen, ne? Oh, ja, mache ich noch. Ich will vielleicht auch ein paar neue Einheiten haben. Wie wär's damit? Wäre sehr sinnvoll. Ha, als ob ich es gewusst hätte. Extra Palisaden aufgebaut, ne? Arsenal, die Technologie, Fernkampf einer Belagerungsmaschine verbessern, was? Heinrich wehrte den Angriff ab, aber er wusste, dass die Stadt den Kampf nicht aufgeben würde, solange Bayeux noch stand. Das gab's in der Closed-Beater nicht. Ist es zu lange, dass ich die Closed-Beater gespielt habe? Das ist mein Problem. Ich kann mich ans Arsenal nicht erinnern. Sorry, ne? Ach, Häuser genau. Häuser wollte ich mit dir dann bauen noch. 50 Holz im Haus. Okay, die sind doppelt so teuer, aber bieten auch doppelt so viel Platz im Gegensatz zu AOE 2. Ist wie eine. Nee. Ach, das ist eine eine Schmiede für Nahkampf. Das ist für Kampf. Okay. Lager aufbauen. Ja, damit können sie sich dann
heilen. Das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ich auf jeden Fall hole. Nahrung kriegen wir. Ja, Nahrung haben wir in Massen. Aber es fehlt. Ich wollte das. Ich wollte darauf dann klicken. Dass man auch immer 200 Dorfbewohner haben kann, ist schon. Also Bewohner allgemein haben kann, ist schon krass. Damit haben wir dann 160, 170, 180, 190, 200. So, mehr brauche ich ja dann nicht. Könnt aber auch nicht ins nächste Zeitalter. Aber trotzdem will ich ein paar mehr Einheiten haben. Du bist mal Steuerung 3 dann. Wie gesagt, Steuerung 4? Ja, ist in Ordnung. Hier baut mal Holzfällerlager noch dahin. König von England, effektiv gehen die meisten Einheiten. Einer in der Nähe hat einen Speer- und Pfahlschaden, Rüstung und Sichtweite. Schwere Rüstung, stark im Nahkampf, Konter, Speerkampf und Ambusschützen. Ja, Ambusschützen haben wir jetzt mal hier eine Berechtigung. Bogenschützen gegen Leichteinheiten. Ambusschützen haben noch speziellen Schaden gegen gepanzerte Einheiten. Also, so Mix-Armees sind schon dir wesentlich effektiver als ein AOE 2. AOE 2 kommt meistens einfach nur eine Einheit spammen und hast damit meistens gewonnen. Ein paar Reiter. Jo. Ein Stall im Block hat. Okay. So, dann mal bitte noch eine Schießanlage und eine Kaserne. Ja. Und eine zweite Schießanlage. Dann kannst du Holz fällen. 15 auf Holz, 10 auf Nahrung, 10 auf Gold. Jupp, passt schon. Sollte so in der Hinsicht absolut alles aufgehen. Hey, guck mal. Stimmt, ihr habt jetzt die Entwicklung. Zack, baut mal ein Lager auf. Dann werden sie geheilt. Also, ja, so kleines Lagerfeuerchen. Ist doch schön, sowas. Dann machen wir noch so Pfähle hin. Nur falls noch ein Angriff von denen kommt. Aber nur falls, ne? Irgendwann wird sicher noch ein Angriff kommen. Wahrscheinlich. Die Gebäude sehen auch echt cool aus. Ha! Sag ich doch. Ich hab's gesagt. Auch wirklich interessant, wenn Bogenschützen Nahkampf entwickelt werden. Haben sie dann wirklich einen Nahkampfangriff und der ist halt eben ultra schwach. Fort Waffenknecht, Aufwertung zu früh in der Einheit. Grünen Waffen, Volt Waffen gleich zu. Oh. Speerkämpfer. Das sind die hier, ne? Oh. Ein paar mehr. Die brauchen aber. Oh, das ist. Ja. Nehmen wir doch mit. Gold habe ich in Massen. Aber, ne, Gold ist auch fast hier alle. Und die dann hier fertig sind. Einfach noch ein bisschen mehr Nahrung. Ja, ist eine Idee. Auch wenn ich hier das nicht irgendwo wirklich effektiv platzieren kann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich warte noch kurz ein bisschen. Moment. Habe ich eine. Ich habe keinen Speer, ne? Mal hier hinten ein bisschen mal aufdecken.
Ich habe jetzt zwei Militärzeiten. Oh, cool. Gut zu wissen. Es kann sein, dass ich hier nämlich auch noch was hinbauen kann. Sieht nämlich so aus. Tatsächlich. 1, 2, 3, 4. Dahin. Dahin. Und du den. Was fällt? Und du erkunde mal hier ein bisschen. Alle Einheiten. Steuerung 1. Ihr seid jetzt einfach Steuerung 2. Ist mir egal. Wieso? Ihr könnt auch einfach hier versuchen, hier durchzubrechen, ne? Bitte mal die breite Variante. Dankeschön. Sehr effektiver. Gucken wir einen Angriff von Verbündete. Was für Verbündete? Na dann greifen wir mit an. Ja, zumindest den Bogenschützen können wir hier oben mit angreifen, von daher. Und die Türmchen. Ach ja, stimmt, die Belagerungsangriff. Geht doch hoch und. Da ist das Tor, das will ich angreifen. Ja, guck mal runter. Hallo, geht doch da oben hin. Seid ihr doof oder so? Anscheinend ja. Drei Spiel zur Erklärung. So, weiter höher, höher, höher. So, dann gehen wir erstmal davon zugreifen. So, greift an. Und tötet. Und verstärkt. Die machen echt schon viel Schaden an Gebäuden. Heilige Scheiße. Ja, ich hab. Achso, stimmt, die zwei Jäger. 1, 2. Mal näher ran. Damit ihr auch die Bogenschützen und so alles angreifen könnt. Einfach alles zerstört. Hui, schön. Die Mauern von Bayeux waren gefallen und Heinrichs Männer konnten die Stadt stürmen. Roberts Truppen unternahmen einen letzten Versuch, Bayeux zu verteidigen. Doch Heinrichs Männer zeigten keine Gnade. Sie töteten den Feind und brannten die Stadt nieder. Mehr ausbilden. Versuch. Okay, ich hinterfrag's nicht, was da gerade passiert. Wie viele Bogenschützen haben die denn? Geht ja mal ja nicht. Wenn wir mal vergleichen, 85006, ne? 85118. Die haben also auch eine Panzerung, aber es kann auch die Erforschung sein. 6 und plus 1. Ja, kann ja echt die Forschung sein. Wahrscheinlich haben sie auch einen Angriff dann mehr. 1,5 alle 1,5 Sekunden einen Angriff. Das sind pro Minute 40, immerhin. Ja, 40 Angriffe pro Minute? Ist nicht zu verachten, auch wenn das ein bisschen hochgegriffen ist. Ja, versuch mal 40 Angriffe pro Sekunde zu machen mit dem Bogen. Die dann auch alle relativ präzise und gleich weit fliegen und so alles. Das kriegst du nie im echten Leben hin. Nicht ohne jahrelanges Training. Ja, ist gut. Geh doch einfach weg davon. Das sind die Sachen, die unvorteilhaft sind. Pop, 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 pop.
Aha. Noch ein paar Lagerfeuerchen. Muss ich mal zu heilen. Sehr schön. Und tschüss. Geh da runter. Ah, okay. Die Brücken sind also auch hier wie in Age of Empires 2. Und solange die irgendwie mit Land verbunden sind, kann man da immer rüber gehen. Ja, von welcher Seite? Ist interessant. Die Feuer gehen auch aus, sobald die Einheiten raus sind. Du musst auch Gebäude zerstören. Ich muss nicht hier zerstören, ich muss da wirklich da oben hin. Ah, okay, gut. Ja, komm, belebt ihn wieder. Seht das auch für... nur Langbogenschützen. Ja, okay. Zählt also echt nur für Langbogenschützen, die Heilung. Ich könnte ein paar mehr... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein paar mehr bauen. Nur ein paar. Da kommt ein Angriff, der gefällt mir nicht. Ich will doch nur in Ruhe bauen. Lasst mich. So, nur ein paar Rammböcke. Tun euch doch nicht weh, glaube ich. Ich verspreche nichts. Und ja, Türme können nicht nach hinten angreifen. Können wirklich nur dahin angreifen, in welche Richtung sie gebaut wurden. Der kann ja zum Beispiel nur hier angreifen, weil der, ne, Shisha dann die Reichweite zeigt. Also, die Reichweite in die Richtung zeigt. So, baut, danke. Müssen noch die Verteidiger fertig machen. Da ist das Dorfzentrum, was mich die ganze Zeit angreift. Komm mal her. Tötet. Und vernichtet. Nee, ihr macht keinen Verlagerungsangriff gegen die. Bitte, dankeschön. Sehr freundlich. Notre Dame. Stimmt, wir sind ja in Frankreich. Stimmt, wir spielen dann gegen Franzosen, ne? Ja, nicht nur im echten Leben wurde Notre Dame zerstört. Wurde jetzt hier auch nochmal zerstört. Ganz dezent. Alle sind bitte mal darauf. Was für einen Belagerungsangriff haben die? 200. Tschüss, Notre Dame. Als Bayeux brannte und die Bevölkerung um ihr Leben rannte, sonnte sich König Heinrich in diesem Sieg über seinen Bruder Herzog Robert. Doch Heinrich würde nicht ruhen, bis die Normandie wieder ganz der englischen Krone unterstand. Sehr schön. Sieg. Damit haben wir die Mission auch abgeschlossen. Der Fall von Bayeux. König Heinrich ließ Bayeux niederbrennen. Ein schreckliches Exempel für all jene, die seinen Bruder noch immer in Treue hielten. Sehr schön. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Mission dann wieder. Bis dahin. Cheerio.